Hä, das heißt, wir haben zwei Busse, zwei Angestellte und können trotzdem noch mit dem Bus fahren? Ja, wir fahren dann für die Angestellten. 1 plus 1 gleich 3. Ja. Quick Maths. Ja gut, dann willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben uns mal dazu entschlossen, jetzt mit Bus-Simulator 18 durchzustarten. Sind da schon in einem Betrieb, den wir selber gegründet haben. Und ja, los geht's, ne? Würde ich sagen. Du hast gesagt, es ist eine Koop, richtig? Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Das heißt, wir müssten jetzt ja irgendeine Aufgabe haben. Im Spiel drin? Ah, aktuelle Ziel. Ah, ja. Da muss man erstmal drauf kommen, hier auf das Ausrufezeichen zu drücken. Transportiere mindestens 180 Passagiere. Wir haben 144. Jupp. Was werden Sie für die lange Strecke nehmen? Dann machen wir doch jetzt mal die lange Strecke. Dann sollten wir quasi 288 haben, oder nicht? Was wollen wir machen? Konvoi oder wieder mitkommen? Mitkommen, ne? War lustig eigentlich. Mitkommen machen wir. Wir haben eben schon eine kleine Testfahrt gemacht mit dem Setra. Oh, mit so mitkommen. Bist du schon drin? Ja, ne? Nee, doch, du bist schon drin, okay. Bin schon drin. Dann steige ich mal hier ein. Was halt an, also ich habe sehr viel vorher über den Bus-Simulator gelesen. Es ist letztendlich, also aus meiner Sicht, ist es irgendwie kein großartiger Simulator. Dafür hat es viel zu viel von dem, mache das, dann bekommst du das. Es ist eher so eine wirtschaftliche Simulation, eher als ein wirklicher Bus-Simulator. Obwohl wirtschaftliche Simulation ist auch falsch gesagt. Ne? Es ist mehr so ein einfacher Simulator. Aber was ich auf jeden Fall total cool finde, ist, dass man halt sein eigenes Unternehmen erstellen kann und das dann irgendwie großziehen kann mit eigenen Strecken, die du planen kannst. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Richtig, Dennis? Das ist völlig korrekt. Das ist völlig richtig. So. Fahrkartenverkauf beschäftigt. Ja, kein Problem. Also Dennis hat sich kurz hinters Steuer hier gesetzt. Damit wir euch gleich mal zeigen können, was denn so ein geiler Modus hier ist. Und zwar bin ich jetzt quasi als Beifahrer quasi dabei und kann hier durch den Bus gehen und zum Beispiel jemanden nach seiner Fahrkarte kontrollieren. Oh. Oder den Fahrgast darum bitten, die Musik leiser zu machen. Ich hab's schon auf dem Schirm, ich wollte nur einmal von vorne. Egal, dann machen wir jetzt hier. Diese Oma hat verflucht coole Headphones. So eine alte Oma hört hier irgendwie Musik. Alles klar. Also, es ist ein bisschen buggy hier, wenn mehrere Personen nah beieinander sitzen. Dann springt es immer so hin und her. Darf ich ihre Fahrkarte sehen? Und so. Und du weißt nicht wirklich, auf wen du schon geklickt hast. Denn falls man Leute mehrfach kontrolliert, dann sagen sie immer, die haben auch meine Fahrkarte schon gesehen. Der Bus vor uns eben könnte gerade unser Angestellter sein, weil die Story zum Spiel ist ja, dass es in dieser Stadt kein Busunternehmen gibt und wir das dann neu aufziehen. Das heißt, wir könnten gerade unseren Angestellten hinterherfahren. Wobei es ja aber auch zwei Linien gibt, ne? Ja, aber die gehören ja beide uns. Richtig, aber es heißt, er könnte eine andere Linie gerade fahren als wir. Theoretisch ist das möglich. So. Bis jetzt hatten alle noch eine Fahrkarte, die ich kontrolliert habe. Er steht lieber, okay. Ja, der Citaro K ist auch ein bisschen klein. Bisher hatten alle eine Fahrkarte. Also wenn... Das ist total unerhört. Es kostet nämlich 120 Euro, wenn jemand keine Fahrkarte hat. Da kannst du dich groß und dämlich da ist schon wieder unser Angestellter verdienen. Manchmal fühle ich mich als... Zeig das nochmal hier. Mist, ich dachte, ich könnte aussteigen und bei ihm einsteigen. Das wäre tatsächlich witzig. Das schaffe ich aber nicht so schnell an dem vorbeizukommen. Ich wollte gerade sagen, mach mal. Ich gebe mein Bestes. Es dürfen nicht so viele Leute einsteigen. Guck mal. Hier stehen ganz schön viele.
Was ich tatsächlich, also ich bin ja eher so ein OMSI 2-Fan, totaler Fanboy. Ich fände es tatsächlich geil, wenn man irgendwie selber schildern müsste, theoretisch. Man einstellen müsste Linie 2, Linie so und so, nach so und so oder auch irgendwie Betriebsfahrt, Dienstfahrt, whatever. Das ist natürlich korrekt. Aber wie gesagt, es ist halt kein wirklicher Simulator irgendwie. Dich habe ich schon kontrolliert. Ich habe 84 Euro durch Fahrkartenverkauf einnehmen können und ich war zu dämlich dafür. Du, warum warst du? Ah, guck mal, die erste. Bäm. 120 Euro. Wechselgeld rausgegeben. Und der hat es einfach genommen, oder was? Ja. Oh. Hier ist die Fahrkarte. Also haben wir nur 83 Euro plus gemacht. Und hier? Ja, wow. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Schön, was? Ich habe jetzt... Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt schon so viele Katzenfotos gesehen und die hießen alle zufälligerweise immer Mouncy. Da ist wieder unser Angestellter. Vielleicht fährt der wirklich die gleiche Route. Der fährt mit dem Zitat, mit dem... Nee. Ich hab's versucht. Schade. Nee, der fährt mit dem Setra-Bus die Linien. Das ist so eingestellt. Den werden wir jetzt auch noch häufiger sehen. Ich fände es tatsächlich geil, wenn man es genau schafft, dass man dann den Bus wechseln kann. Das wäre richtig geil. Also ich bin... Mal sehen, wie weit wir kommen. Klick, 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 klick. Ich kann dir mal zeigen, was du hier machst. Jetzt könnte es klappen, weil er jetzt gerade erst die Haltestelle anfährt. Einfach, über, einfach rüber hier. Pam, pam. Ja, ich bin blind. Gibt für jeden Scheiß gibt es hier irgendwie Abzüge. Ne? So, kommen Sie mal nach vorne, dann können Sie es versuchen. Da steigen die Leute ein. Schade. Ist schon weg. Wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Du musst mal die Tür aufmachen hinten gleich. Achso, du bist doch gar nicht weg. Ist doch knapp. Ich wollte gerade sagen, ich hatte schon Angst hier, ne? Sonst hätten wir wieder wahrscheinlich ein Euro miese gemacht oder so. Oh, der Bus wackelt ein bisschen. Ich kann bei ihm einsteigen. Ich bin jetzt bei ihm eingestiegen. Ja. Und er kommt hier nicht weg. Der macht hier nämlich immer wieder die Türen auf. Der hat irgendwie... Der spackt hier voll rum. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Kannst du ein Stück zurückfahren? Oh, wow. Kannst du mich wieder mitnehmen? Danke. Da hätten wir auch schon den ersten Bug gefunden im Spiel. Guter Programmierer. Hat er super gemacht. Entschuldigung. Können Sie noch mal die Tür aufmachen? Och, nee, jetzt nicht. Warum haben sie mich nicht aussteigen lassen? Warum hast du denn nicht auf den Knopf gedrückt? Ich habe noch nie erlebt, dass in einem realen Leben ein Busfahrer Zwischenhaltestellen angehalten hat. Richtig. Da jetzt ist natürlich der Setra weg, ne? Aber ich fand's cool. Ich hätte wahrscheinlich mitfahren können. Müssen wir irgendwie demnächst nochmal probieren. So, jetzt machen wir mal in guter OMSI-Manier. Ich hätte gerne eine Kinderfahrkarte. Sag mal, können Sie mal die Heizung anmachen? Die Heizung kann ich leider nicht manuell bedienen. Nein, oh, 20 Cent zu viel. Och. Aber das ist auch wieder realistisch, ne? Weil du würdest halt irgendwie... Dir würde es auffallen, wenn du zu wenig Wechselgeld kriegst, aber wenn du zu viel Wechselgeld kriegst, dann nimmst du es mit, ne? Dennis, du machst uns hier bankrott. Ja. Wir haben zwar erst eine Tour gemacht und 32.000 dafür bekommen, aber läuft. Ne, 132.000 haben wir sogar dafür bekommen, ne? Wo bist du? Wo bist du? Und sie rockt auch noch total ab hier. Mir leid. Tut mir leid, ja. Ist dir bestimmt nicht aufgefallen mit deinen Beats. Von Dr. Dre. Mit dem. So. Ui. Dr.
Dr. Dre. Den Fußgänger mitgenommen. Macht nichts, wir machen ja genug plus 132.000 für einmal Linie fahren. 20.000 ein Radfahrer oder Fußgänger mitnehmen. Ach, hast du schon probiert? Eventuell habe ich eine Haltestelle angefahren. Eventuell, vielleicht. Wir sind 27 Sekunden zu früh. Oh. Warte, ich verzögere das mal ein bisschen hier in Omsi-2-Manier. Ja, ich decke die Großraumfahrkarte. Die ist die richtige Karte für mich. Interessant wäre es, ob du hier stehen bleiben könntest und zur nächsten Haltestelle rennen kannst. Das? Oh, wenn du mir sagst, wo die wäre, dann hätte ich das gemacht. Du musst einfach gleich nur in Fahrtrichtung weiter. Einmal geradeaus rüber? Ja. Also einfach geradeaus weiter? Ich mach das. Ich gebe Vollgas. Aber erst kontrollierst du mal die Fahrkarten, bitte. Ja, ist ja gut. Hier ist die Fahrkarte. Na klar, hier. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier. Ja, ist ja gut. Wo hab ich denn? Hab ich Ihnen schon gezeigt. Hast du mir gar nicht gezeigt. Hier. Vielleicht haben die aber bei mir schon die Fahrkarten eingelöst. Hier. Das kann sein. Ich dachte, ich hätte... Ja, zack, wieder einer ins Netz. Hier, bitte. Oh, ja, guck mal, noch einer. Sie verloren haben. Was? Ach so. Zack. So, alle durch. Ja, bin da. Alles genau nach Plan. Einfach geradeaus. Okay, wir probieren das. Und für linke Seite geht schneller. Kann ich sprinten? Nee, kann ich nicht, schade. Ich stehe hier übrigens noch, lass dir Zeit. Ich kann, glaube ich, meine Geschwindigkeit nie unbedingt ändern. Hier ist ein Zebrastreifen, hallo, anhalten. Hallo, hier ist ein Zebrastreifen. Haben sie dich überfahren? Nö, aber ich glaube, ich wäre auch nicht in die Gefahr gekommen, überfahren zu werden. Bist du schon losgefahren? Nee. Okay. Ich bin schon an der Haltestelle. Gleich. So. Ja, wo ist denn der Bus hier? Immer kommt mal zu spät, ey. Das ist doch. Und hier steht keiner. Endstation. Na, erstmal einen Fahrplan lesen hier. Wann kommt denn der nächste Bus hier? Ach. Ja, immer zu spät. Ich mach gleich wieder den, Omsi 2 Passagier. Ein Passagier hört ziemlich laut Musik. Ja, muss er sich jetzt mal eine Haltestelle gedulden. Guck mal, hier steht keiner. Ne? Das ist schon komisch. Ach so. Sag das doch. So, jetzt steige ich hier ein. Und? Sagen Sie mal, der Fahrplan ist aber auch nur Deko, ne? Kannst du dich jetzt so setzen auf den Fahrerplatz? Moment, ich muss erstmal Müll einsammeln hier. Hier ist nichts mehr. Zack. Ich wollte mich eigentlich gerade hinsetzen, ja. 40.000 gemacht. Ich hab doch drei Schwarzfahrer entdeckt. 114.000 gemacht. 40.000, ja. Nice, echt nice. Theoretisch könnten wir das tun. Wir müssen aber. Guck mal, wir können jetzt wieder Landfahrten machen. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Hallo Peter Baumann. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt. Ich muss erstmal hier hören, was er sagt. Der Handelskammer. Ja. Und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu Rundstrecken? Beginnen, oh, die sich sehr cool. Gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine Runde da beim Astra Park. Aber ich kann hier nicht die Nummer ändern, oder? Doch, ich kann die Nummer ändern. Schade, aber nur zweistellig. Die Liniennummer. Achso. Aber ich kann sie nur zweistellig machen, das ist ja kacke. Hast du eine Rundreise beim Astra Park? Welche Nummer soll die denn bekommen?
Weiß ich nicht, mach die 1. Okay. Das ist jetzt kompliziert. Zack, zack. Nee, hast du vorhin schon geschafft? Gehabt. Das kriegst du doch auch hin. Du hast eine Rundstrecke geschafft. Mhm. Mit allen Verbindungen. Mhm. Ich krieg das irgendwie nicht hin, anständig. Kann auch sein, dass ich einfach zu doof bin dafür. Soll ich nochmal versuchen? Warte. Bin irgendwie also zu doof. Du fängst beim Media Center links an. Media Center, ja. Gehst dann Stockerplatz nach unten. Ja. Änderst da einmal die Fahrtrichtung. Okay. Dann Grenusplatz. Ja. Astra Promenade. Ja. Zellermann Forschungszentrum. Ja. Nordspeiche. Ja. Dann ist da Südspeiche drunter versteckt. Ja. Dann Ostspeiche. Westspeiche. Westspeiche und dann geht's nicht weiter. Aber ich dachte, man könnte. Ja, wahrscheinlich kannst du dann nur hin und zurück fahren. Das verstehen die unter. Das finde ich aber kacke. Kann natürlich sein, weil hier steht, wenn du auf Info oben klickst und sagst, fahre die Strecke im Rundfahrtmodus. Erstelle zuerst die Anschlussstrecke. Genau. Kann es sein, dass wir dann an der Haltestelle beginnt, einfach eine neue Strecke, also die gleiche, wieder zurück machen müssen, weißt du? Ja. Gut möglich. Na gut, wir werden das, glaube ich, in der nächsten Folge rausfinden, was wir genau hier machen können und auch damit. Und dann auch mal unsere schöne neue Route hier fahren, die du hier im Zickzack losgeht durch alle Haltestellen, die wir haben, mit rein in den Astra Park. Bis denn. Bis denn.